Ein normaler Öffnungstag war der 4. Dezember 2014 nicht für den Europapark in Rust. Die eisigen Wintertemperaturen taten der hervorragenden Stimmung aber keinen Abbruch. Für die feierliche Würdigungsgala zum Programm Wir sind dabei, der Baden-Württemberg-Stiftung und des Landesjugendrings Baden-Württemberg wurden insgesamt 400 Gäste erwartet. Jugendliche und junge Erwachsene aus über 80 Projekten bekamen eine Anerkennung für deren großes Engagement und wurden im schönsten Saal des Parks erwartet. Eröffnet wurde das Programm mit dem ersten offiziellen Wir sind dabei Song. Herzlich willkommen meine Damen und Herren, Baden-Württemberg, seid ihr dabei alle Projekte kennenzulernen? Also Ohren auf, denn eure Jugend ist aktiv, kreativ im Team, Integration als Ziel durch ein Spiel. Durch das Programm führten ehrenamtlich die beiden Moderatoren Laura Putane und Konstantin Andreev, beide selbst in Jugendinitiativen engagiert. Wir haben euch gerade in unseren Muttersprachen begrüßt, das war Lettisch und Russisch. Aber keine Angst, heute werden wir alles auf Deutsch machen, zumindest versuchen wir. Ausgezeichnet wurden insgesamt 32 Jugendprojekte und Jugendinitiativen, die in den vorangegangenen 3 Jahren durch die Koordinierungsstelle beim Landesjugendring begleitet wurden. Zahlreiche Jugendgruppen, die bei einer Gala 2011 für deren aktives Mitgestalten geehrt wurden, waren als Ehrengäste an diesem Tag dabei. Christoph Dahl, der Geschäftsführer der Baden-Württemberg-Stiftung, zeigte seine Bewunderung für den geleisteten Einsatz der Beteiligten. Geehrt wurde zum Beispiel auch das Projekt Jugend in Kontakt des Stadtjugendrings Herrenberg. Jugendliche verschiedener kultureller Prägungen haben mit jungen Menschen von der Lebenshilfe in Herrenberg über 20 Monate gemeinsame Jugendaktionen geplant und durchgeführt. Jeder einzelne Engagierte in Wir sind dabei bekam einen Qualipass überreicht. Vielen Dank für eure Arbeit und viel Erfolg. Für Frau Gisela Erler, der Staatsrätin für Zivilgesellschaft und Bürgerbeteiligung der Landesregierung Baden-Württemberg, war dies eine besondere Ehre. Musikalisch war ebenfalls einiges geboten. So wurde die Jugendgruppe Loop Trackers aus Mannheim nicht nur für ihren Song Hab Beraber geehrt, sondern sie durften ihn auch noch live performen. Das ist Mannheim, das ist unsere Stadt. Auch einen Sonderapplaus haben die Loop Trackers an diesem Tag verdient. Sie haben zusammen mit den Rappern G. Tucker und Fatizzle den offiziellen Song zu Wir sind dabei produziert. Beide Rapper sind ehemalige Paten und Engagierte im Projekt Whisper in Wertheim. Sie haben den ersten offiziellen Song des Programms ehrenamtlich erstellt und wurden dadurch große Vorbilder für die Loop Trackers. In nur 3 Tagen haben G. Tucker und Fatizzle mit den Loop Trackers gemeinsam den Beat, den Text, das Drehbuch und die Videoaufnahmen im Mannheimer Jungbusch zu meistern. Echtes Engagement und viel Spaß füreinander und miteinander. Das ist das Rezept von Wir sind dabei. Nun sehen Sie einen türkischen Gemeinschaftstanz, der normalerweise auf Hochzeiten oder traditionell aufgeführt wird. Für alle 400 junge Erwachsene und deren Patinnen und Paten war dies ein ganz besonderer Tag in ihrem Leben und darüber hinaus ein würdigender Abschluss eines Programms, das sich über 5 Jahre erstreckte. Zum Ausklang erhielt Bystra Ivanova, die Koordinatorin des Programms Wir sind dabei, im Auftrag der Baden-Württemberg-Stiftung einen extra Applaus. Danach waren für alle Beteiligten die Tore des Europaparks geöffnet. Herzlich willkommen meine Damen und Herren, Baden-Württemberg, seid ihr dabei alle Projekte kennenzulernen, also Ohren auf, denn eure Jugend ist aktiv.